hart von hinten. 16 Sand und 16 Sandstein. Okay, sind wir nah dran. Ich brauche noch 3 Sandstein. Das heißt, ich brauche. Ich habe schon fast wieder alle Spitzhacken zerstört. Eine Menge Sand, die ich mir gemacht habe. Ja, so ist das Leben. Ja, wenn man einen Berg abbauen will, braucht man Werkzeug. Und deswegen darf ich euch heute meinen Sponsor präsentieren. Hilti Akku-Schlagbohrmaschinen. Die würden das wahrscheinlich sogar machen. Die haben so wenig Ahnung von Social Media, wenn du denen sagst, du hast 10 Leute, die hier zuschauen, die zahlen dir wahrscheinlich sogar was für. Ja. Nee, ich glaube, Hilti braucht halt absolut keine Werbung. Denkst du? Und dann fragen sie mal bei irgendeinem PR-Team nach. Hilti ist also die letzte Marke, die Werbung braucht. Es ist einfach eine Marke, die Qualität ihrer Produkte ist schon Werbung genug. Aber auch Unternehmen, ja, die absolut... Wie willst du das dann ohne Social Media an die ganzen 12-Jährigen verkaufen? Aber es gibt doch so viele Unternehmen, die... Ich glaube, 12-Jährige sind nicht unbedingt die Zielgruppe für Hilti. Frau Faber, es gibt so viele... Was Geld zahlt. Es gibt so viele Unternehmen, die keine Werbung machen müssen, aber es trotzdem machen. Das ist McDonald's. McDonald's, ja. Allein, dass McDonald's teilweise echt Videos sponsert. Die haben schon so. Schon seit Jahren nicht mehr bei einem McDonald's. Und diese Minecraft. Diese Minecraft-Folge wurde gesponsert von Raid Shadow Legends. ich hab wie gesagt mal eine Anfrage von denen gekriegt. Nee, also für die Leute, die es nicht. Für die Leute, die keine Ironie verstehen, nein, wir wurden nicht von Raid Shadow Legends gesponsert. Das war ein Scherz. Das ist kein Sponsoring. Es gibt da draußen ja ein paar Leute, die angefragt haben. Ich weiß nicht, wie das kam. Du bist in irgendeinen Verteiler gerutscht. Ja. Hätte ich nur gesagt, ja, für 10.000. Ich habe dir ja schon mal erzählt, ich glaube im Podcast habe ich das mal erzählt, dass meine Anfrage abgelehnt habe. Ich weiß nicht mehr für wen, aber für irgendeine Spieleseite. Die hat mir 5% Gewinnbeteiligung versprochen für. Dafür, dass in meiner Videobeschreibung vorkommen. Das fand ich ein bisschen zass. Ganz ehrlich, ich sag's nochmal, ganz ehrlich, in dem Fall hätte ich gesagt, ja, gib mir das Geld. Ist mir scheißegal. Ich meine 5% Gewinnbeteiligung. Ich hab dann 10% Gewinnbeteiligung gefordert. Dann haben sie sich zurückgemeldet und haben gesagt, das ist uns zu viel. Aber 5% war in Ordnung. Was für ein Spiel war's denn? Ich weiß nicht, das war eine Spielerseite, das war... Fortnite. Also sowas sah... So, 5% Spielbeteiligung bei Fortnite, wäre Zwergi jetzt Millionär. Nee, das war so... So aufgebaut wie... Das war Spielaffe oder so. Ja, so aufgebaut, so in der Art war das aufgebaut, aber es war nicht Spielaffe, es war irgendwas... Moment, ich hab ne Ahnung, was es ist. War es zufällig Core Games? Sagt mir nix. Ich, das ist schon so ewig her. Das war 2017 oder so. Dann war es das wahrscheinlich nicht. Dann ich 30. Ding angenommen, weil ich die Seite echt cool finde. Ja, aber ich hatte 35 Abonnenten zu dem Zeitpunkt oder so. Das war wirklich lächerlich. Das war so eine. Ja, die habe ich auch schon durch. Ich hatte 35 Abonnenten und das ist komplett irre. Ich hatte ja in meinem Leben, glaube ich,
insgesamt. Ich meine, es wäre auch bekloppt jetzt. Ich meine, es wäre auch mit meiner Größe jetzt bekloppt, das mir anzubieten, aber ja, mit 35. Ja, gar nicht. Wie gesagt, ich hatte ja in meinem Leben schon, ich glaube, zwei Sachen, die man als Placement klassifizieren könnte, unbezahlt. Aber unbezahlt? Auch... Du machst Sachen unbezahlt. Haha. Ja klar, habe ich doch schon mal gesagt. Von zwei Leuten habe ich Keys auf Twitter zugeschickt gekriegt, macht mal ein Video drüber, Video gemacht. Ach so, ja, für Keys, dann ist das ja in gewisser Weise eine Bezahlung. Ja, das deshalb, dass man das Placement klassifizieren kann. Ups. Und ich frage mich bis heute immer noch, warum ich noch kein Placement mit Elmwald.de gekriegt habe. Das ist, warum der Zwergenfürst LP nicht ein Placement mit Elmwald hat. Irgendwann, es ist nur noch eine Frage der Zeit, das ist... Weil die zu groß für dich sind. Es ist einfach... Ja, aber es ist... Elmwald, ich meine, das ist... Wenn ich überhaupt irgendwann mal ein Placement mache, dann wohl für Elmwald. Das ist meine... Haben die überhaupt welche? Ich weiß nicht, aber... Also ich glaube nicht, ich habe noch nie jemanden Placement für Elbenwald machen sehen. Und ich folge vielen Leuten, noch, die Placements machen. Das wäre eigentlich perfekt. Ich habe einmal was gekauft. Ich glaube, ja, war von denen. Ein aber einziges Mal habe ich was von denen. Es wäre auch was, wo ich... Ein Ravenclaw-Schal. Ich kaufe prinzipiell nur von GameStop. Es wäre auch wirklich was, wo ich Werbung für machen könnte, weil ich kaufe da ein. Das sage ich jetzt auch ohne Werbung zu ohne. Ja. Ich mach das machst du gerade Werbung, ohne dass du bezahlt wirst. Auch nur bei dir wäre halt die Werbung wahrscheinlich, gebt mir einen 10-Euro-Gutschein und ich verlinke euch. Das würde sich wahrscheinlich sogar lohnen. Ja. Wer weiß. So, jetzt muss noch das ganze Ziegelgesteinszeugs machen. Und ein Lagerfeuer. Das Lagerfeuer L-A-G-E-R-F-E-U-R-L-I-E-T. Das Lied geht noch viel schneller. Bis dann wird es zum Held. Hier ist ein Lagerfeuer. Da brauche ich Sticks. Eichenstamm oder Eichenholz und Kohle. Sticks. Oh, ich kack gerade irgendwie so richtig ab. Wie kommt's? Ich hab keinen blassen Schimmer. Sticks. Ich an der Uhrzeit, wir haben schon fast wieder 10 Uhr abends. Hat nichts zu sagen, ich bin die ganzen letzten Tage immer erst so gegen 1 Uhr, 2 Uhr nachts ins Bett gegangen. Ja, ich auch, vor allem morgen ist ja eh Feiertag, von daher. Ja, ich bin letzte Woche, ich hatte die letzte Woche frei, ich bin um 5 ins Bett gegangen. Du hast wieder deinen arbeitslosen Lebensstil. Nö, nächste Woche muss ich wieder. Seelenlagerfeuer, auch nicht schlecht. Ja. Ich hatte Urlaub. Soll man sehen. Okay, dann machen wir Sticks. Naja. So wie es aussieht, toppe ich wahrscheinlich die Woche dann meine die 80 Überstunden. Kann man mal machen. Theoretisch muss das doch so gehen. Die werde ich dann zum Teil wieder für den Sommerurlaub das geht einsetzen. So nicht. Da brauche ich wirklich Baumholz. Ah ja, ist das so. Bei uns wird vorgegeben, ihr müsst 3 Wochen am Stück frei machen. Im Sommer. Zu der Zeit, wo jeder immer haben will. Ist ja gut. Warst du schon ausgelernt oder noch Azubi? Das ist jetzt in meiner jetzigen Firma so. Ja, das ist die Frage. Bist du ausgelernt oder warst du noch Azubi? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich bin ausgelernt. Schon seit Ewigkeiten. Okay. Mein Gedächtnis ist scheiße für sowas. Ja, glaube ich dir. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Kompliment war. Oh naja. Wir sind da recht flexibel. Unserer Firma bleibt ja auch nichts anderes übrig. Wir sind 6 Techniker, wir müssen flexibel sein. 6 Techniker in einem Betrieb mit 3 Schicht. Ja, gut. Ja.
Jetzt baut er den Holzblock ab und lässt ihn liegen. Ja, dann nimm du ihn doch. Nee. So, so. Dann so. Nimmst die Sticks. Nee, eben nicht. So, Lagerfeuer. Setzt euch ins Lagerfeuer. Setzt Lagerfeuer late. Das Lied hat mich immer so verwirrt als Kind, weil im Hintergrund natürlich auf Englisch Camping Fire Song buchstabiert wurde. Und ich dachte, und während Patrick und oder SpongeBob im deutschen Lagerfeuerlied buchstabiert. Also L-A-G-E-R-F-E-U und im Hintergrund wird Camping Fire Song buchstabiert. Oh nein. Oh nein. Hier sind gerade Dinge explodiert. Ich habe das Camping Fire schon oft gebaut. Neben der Kiste. Ich hoffe, da passiert jetzt nichts. Ich bin mir ziemlich sicher, der Creeper hat gerade zwei Zombies gesprengt. Better being, better boom. Ich hoffe, ich kann das jetzt wieder abbauen. Natürlich nicht. Ups. Na toll. Also nochmal neu craften. Ich hoffe, ich hab natürlich kein Zeug mehr dafür, das ist... Hat man nie. Genau das, was man braucht, ist immer aus. 2, 3. Ich brauche noch Sticks. Außer Stein. Stein hat man immer. Naja, ich bin jetzt erstmal wieder raus. Okay. Euch noch so. Viel Spaß. So früh schon, noch nicht mal 10 Uhr. Ja, ich weiß nicht, ich bin gerade absolut nicht fit. Okay, ich kann so keine Sticks mehr machen. Wie mache ich Sticks? Zum Henker. 2 Holzplanken übereinander. 2 Holzplanken. Das habe ich gerade probiert, okay. Seltsam. Okay, jetzt habe ich es. Hast du wieder Stämme versucht? Kann sein. Naja. Bis nächstes Mal. Ja, bis nächstes Mal. Vielleicht noch einen schönen Abend. Chilieu. Spielen wir noch beide weiter? Ich will jetzt noch die Kiste irgendwie voll kriegen. Ja, du machst da weiter, ich baue den Berg weiter ab. Ich habe zwar keine Idee, wie ich das Zeug dort fertig mache, wie ich das dann... Was denn für Zeug genau? Ziegelsteinzeugs muss noch einiges machen. Hast du schon Ziegelstein? Ich habe ein paar Ziegel, Lehmziegel sind das, habe ich... Okay, die wirst du dann wahrscheinlich... Boah, ich weiß, ich habe keine Ahnung von Ziegelstein, ich benutze die nie. Ich baue meistens aus Bruchstein, da habe ich keine Lust mehr. Okay, das Lagerfeuer ist für draußen. Und wieder eine Spitzhacke. Okay, Steinknüpfe kriege ich noch hin. Dann habe ich noch dieses seltsame Teil hier, was dann... Seltsames Teil? Irgend so ein Steinding mit einem Hebel dran oder so, keine Ahnung. Steinding mit einem Hebel dran? Noch zwei Blöcke nach unten, dann bin ich auf einer Ebene. Da muss ich noch einmal komplett alles mit Erde auskleiden. Und dann habe ich Quadratmeter. Du misst hier nach Quadratmetern? Klar, ich brauche Baugrund. Hier ist ein Knopf, das ist glaube ich so ein Steinknopf. Eine dicke, fette Straße bis zum anderen Ende von den Bergen durch. Und das wird alles ein Dorf. Ich brauche einen Steinknopf, keinen Eichenholzknopf. Steinknopf? Weißt du, wie man macht, oder? Nee, gerade nicht. Ein Stein. Du brauchst einen Stein. Ach so, ich bin doch blöd. Nö, okay. Irgendwie ist Minecraft gerade bei mir verpackt. Warum? Kannst du nicht mehr craften? Zumindest nicht an dieser Werkbank hier. Oh. Ein Stein, aber... Ich hab ein Skelett in der Sonne. Da kommt nichts raus aus dem einen Stein. Scheiße. Vielleicht wer Prof gegangen ist, oder? Ja, er hat den Server einfach deaktiviert. Ich weiß nicht, warum kann ich keine Knöpfe mehr spawnen? Mehr machen. Du stirbst im Feuer! Nö. Nein, das Skelett. Das gerade ins Lagerfeuer gerannt ist. Bruchstein? Wenn ich Bruchstein hier mache, mit Bruchstein passiert nichts. Muss das erstmal brennen, den Bruchstein, oder? Ich muss mal gucken. Moment. Gebrannter Bruchstein.
Ja, du brauchst normalen Stein. Okay. Ich brauche 4 Knöpfe. Ist immer noch seltsam, dass du nach Anleitung baust. Ja, ich wollte mir halt die Hobbit-Höhle machen, die fand ich ganz passend und die kann ich am besten mit Anleitung. Was ich halt gemacht hätte, ist, ich hätte mir es angeguckt, hätte. Ich kann halt, ich bin halt nicht kreativ, ich habe halt. Wenn ich ohne Anleitung baue, dann kommt da ein viereckiges Haus raus. Vielleicht mit einem eckigen Dach drauf. Ja, meistens aber nur ein Klotz. Mir kommen nur Klötze raus. Ich bin kreativ, dann fange ich irgendwas an und am Ende kommt hier so ein Turm raus. Bei mir kommen immer viereckige Klötze raus. Man sieht's aus Minecraft Arnor 1. Ja gut, da war es aber auch ein Dreckhaus. Nee, später ein Holzhaus. Da habe ich schon aufgehört zu gucken, ehrlich gesagt. Und auch der Turm, der war auch ein Klotz. Das ist also alles, was ich kreativ baue. Und was ist denn daran falsch, wenn ich mir mal ein gutes Rezept da aussuche und dann... Ja, nichts. Ich finde es halt irgendwie seltsam, weil ich das halt so gar nicht mache. Wenn ich nach Anleitung baue, dann kann sich doch Hilfe. Irgendwas komplett anderes raus. Man kann sich doch Hilfe suchen, das ist... Ja klar, ich habe da nichts dagegen. Ich finde es nur seltsam. Du kannst es ja auch seltsam finden. Ja, wir leben in einem freien Land. So, die Knöpfe habe ich fertig, die müssen hier hin. Es braucht nur noch dieses Steindings und dann die Ziegel. Dann habe ich es fertig. Steindings. Molly, ich schick dir mal das Bild, dann sag du mir mal, was du da siehst. Klar, Moment. Das werde ich aber bei mir nicht einblenden. Nö. Nur zum, damit du es mir sagen kannst. Das ist die Kiste. Das in der dritten Reihe. Das dritte in der dritten Reihe. Das ist die Kiste, 4 Fässer und dann... Was ist da so ein... In der dritten Reihe. Das ist dann so ein Steindings mit einem Nuppel vorne dran. Das ist ein Schleifstein. Okay, den mach mal wie? Das muss ich kurz nachgucken. Aber ich habe den schon frei, ich habe den nämlich schon gebaut gehabt. Schleifstein war... Diorit-Mauer, Bruchsteinmauer. Finde ich gerade nicht. Ich würde am ehesten sagen, du gehst einfach ins nächste Dorf und nimmst dir einen mit. Uff. Im Wüstendorf müsste noch einer stehen. Also ab ins Wüstendorf. Ab ins Wüstendorf. Ja, ich glaube, das ist einfach. Einfach alles, was noch da steht, mitnehmen. Kartografietisch und so weiter bräuchten wir auch noch im Dorf hier bei uns. Und wie sieht ein Schleifstein aus, wenn ich den sehe? Einfach dieser das Stein. Ist das, Ding, was in der, das ist das Ding, was in der Schmiede steht. Warte, ich komme gleich bei dir gucken. Du hast ja einen aufgestellt. Ich habe keinen. Oh, okay. Das ist eins von den Items, die verloren gegangen sind. Ich komme mal mit ins Dorf, dann haben wir noch was Lustiges, was wir getan haben werden. Ja, ich mache erstmal noch die Ziegel, dann können wir das zum Schluss machen. Wie mache ich denn die Ziegelsachen? Handy durch die Gegend geworfen. Okay, was ist das für ein Stein? Und dann mache ich erstmal den. Sag mir mal, was ist in der zweiten Reihe der das erste? Sieht irgendwie nicht nach Ziegel. Ist das Seelensand oder sieht fast aus wie Seelensand auf meinem Screenshot? Nee, das ist. Das ist einfach Granit, oder? Das ist Granit. Ich spiele halt mit einem anderen Texture Pack, ist die Sache. Es kann sein, dass es einfach nur Granit ist. Das ist Granit. Ja, gut, Granit habe ich hier oben. Granit. Ich habe auch Granit. Ist nicht schwierig. Dann Granitstufen wahrscheinlich. 2 Granitstufen. Das andere sind... Ja, 2 Granitstufen und der Rest ist Ziegel. Wie macht man Stufen? Ich habe einen Steinschneider hier.
von dem einfach. Ich krieg auch Stufen hier hin. Oder? Ja, Granitstreppe. Komm, komm einfach mal hoch zu mir. Ich habe hier eine Granitstreppe, gar nicht wild, schon fertig. Ja, gut. Ist halt ressourcensparender, wenn du es am Ding machst. Okay, und wie machen wir Ziege Stein und Ziege Treppe? Da brauche ich ja noch vier von. Ziegen. Hier. So, das Rezept. Vier Ziegel. Ist ja leicht. 27 Ziegel habe ich hier. Dup, dup, dup. Vier Ziegel brauche ich, okay. Ziegelsteine. Okay, und Ziegeltreppe brauche ich dann noch. Ah, okay, da brauche ich nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bin ich blöd? Ich habe jetzt einen. So, hier 4 Ziegel, Steine. Und nochmal jede Menge. Oh, ich glaube, ich habe zu wenig Ziegel. Ich brauche für eine Treppe noch. Und kann ich die. Ich glaube, da ist besser, wenn ich die spalte, wenn ich die bei dir. Ja, Ziegel würde ich sowieso eher am Stein schneller machen. Okay. Bist du oben bei mir? Ich habe jetzt 2 Ziegel. Nee, wie viele habe ich? Ich habe noch 2 Ziegel, die muss ich dann zu. Zwei Ziegel müssen zu 2 Stufen werden. Das kriegen wir hin, oder? 2 Ziegel zu 2 Stufen? Jo, kriegst du. Ansonsten bräuchte ich 6 Ziegelsteine, um eine Stufe zu kriegen. So, hier bei dem Ding. Ja. Okay, dann einfach den Stein rein und schneiden. Einfach reinziehen und das Richtige auswählen. Ziegetreppe. Sehr schön. Herzlichen Dank. Immer gern, dafür ist der ganze Scheiß da. Weil ich noch keinen anderen Platz dafür hab. So, jetzt mal rein in die Kiste. Okay, übrigens, da in der ganzen Mine anscheinend gerade die Decke weg. Okay. Da gab es vielleicht wertvolles Zeug. Also Gold habe ich dort vorhin gesehen, viel Eisen. Und ja, gut. Vielleicht dort jemand. Es liegt halt wirklich, wirklich schlecht. Es liegt halt wirklich genau unter dem Grund, den ich als Baugrund hier benutze. 2 Ziegelsteine. Ich könnte eigentlich Glas reinmachen, da kann ich dir mal zugucken. Wenn du hier abbaust. 2. Und noch 2 Granit. Sehr schön. Die 4 Nupsis sind schon da. Okay, jetzt brauche ich nur noch den einen Schleifstein, sagtest du, war das. Jo. Und dann brauche ich eigentlich noch einen Zauberpuls, einen Bücherschrank und einen Trankdings. Was können wir, das mache ich dann, das lasse ich erstmal frei, das mache ich dann. Das Trankding könnte das auch noch im Wüstendorf sein. Und wenn wir was finden, dann nehme ich das natürlich mit, wenn wir doch Bücherregale finden. 20 Bücherregale steht hier. Und 3 ja, Trank, also drei Trankgemenge und einen Zauberpuls. Dorf hinten hatte ich leer gelootet und ich glaube, bei dem hatte ich nur die Kisten gecheckt. Wir können ja mal hingehen und gucken, was wir finden. Ich bin bereits auf dem Weg. Warte, ich leg nur mein Zeug ab, damit ich das nicht unterwegs verliere vielleicht. Ich möchte mein Zeug unterwegs verlieren, weil ich nur Stein habe. Ich habe okay. Inventar voll mit Stein und Scheiße. Ich bin noch kurz im Haus, hol mir was zu essen und dann können wir abhauen. Mhm. Gehen wir vielleicht schlafen, weil es wird Nacht. Erstmal noch schlafen gehen, Moni. Ja, wäre vielleicht nicht schlecht. Wir haben ja jetzt jemanden, der Tag machen kann. Nachts in der Wüste wäre ein bisschen, ist glaube ich, nicht optimal. Habe ich gehört. Warum? Die Wüstenzombies, die spawnen eh am Tag nicht, also von daher. So, erstmal alles wild in die Truhe. Die Kuh
Kohle kann dort noch mit rein. Oder auch nicht. Also ich fliege. Ich sortiere gerade noch meine Kiste ein. Die Seeds, die mir ein Prof gedroppt hat. Kakaobohnen. Das mir alles reinschmeißen, sortieren können wir später. Gehst du mal eben ins Bett? Sekunde. Sand, Granit. Ich hab's gleich einsortiert, Lass mich das noch machen, ich bin gleich fertig. Jede Menge Stein. Okay, jetzt sind die Kisten voll. Sehr schön. Brauche ich neue Kisten. Zwingfest wurde von einem fallenden Amboss zerquetscht. Sehr schön. Jetzt sind Monster in der Nähe. Gute Arbeit. Ich bin schon im Bett. Ja, schön. Ich warte nur auf dich. Sehr schön. Wegproviant mitnehmen. Und mein Boot. Und let's go. Ich bin zwar dreiviertel tot, aber ich brauche kein Essen. Ab in die Wüste. Weißt du noch, wo es lang geht? Ja, geradeaus. Hinter Prof einfach nur geradeaus. Im Profs Haus. Na dann. Und hast mein Boot aufgefangen? Ich hab dein Boot nicht. Oh, ich hab's wieder. Ich hab's fallen gelassen. Ja. Du angelst. Ich angel. Bis du ein Boot hast. Ah. Moment. Hey, warte mal kurz. Wieso das? Kannst du vielleicht mal kurz zurück? Es können zwei Leute ins Boot. Wirklich? Ja. Drin mit dir. Das ist ein Zombie. Das sind Ertrunkene. Die machen nichts. Die sind nur lustig. Delfine. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Über Bord. Ja, ich hab ja nichts anderes. Sie spielen jetzt mit Fackeln. Ich habe eine Fackel ins Wasser geworfen. Siehst du die Delfine mit einer Fackel spielen? Ja, ich gebe ihnen noch mehr. Ich sehe es gerade nicht. Ich werf ihnen alles zu. Wo sind sie? Meinen ganzen Scheiß. Sind gar nicht mehr da. Die sind jetzt mit der Fackel beschäftigt. Und wenn hier ist das ist nicht die Wüste. Falsche Wüste. Ist glaube ich weiter hinten. Das hier ist Strand. Da hinten ist die Wüste, die gerade am Horizont da auftaucht. Kann ich nicht sehen, dein Kopf ist im Weg. Oh, Moment, ich kann doch. Ich kann ja eine Third Person gehen in der Zeit. Gleich da. Irgendwo war ein Dorf, hast du gesagt. Ja, das müsstest du ja kennen. Und eigentlich. Angelegt. Aussteigen. Nee, das Dorf in der Wüste, das kenne ich tatsächlich nicht. Da war ich, glaube ich, noch nicht da. Ja, aber ich kenne das. Ich war da ja schon. Na, und wenn nicht, ich kenne von hier aus auch den Weg ins andere, von daher. Dann führe uns. Die gleiche in der Nähe irgendwo sein. So, dann habe ich es tatsächlich geschafft, die Kiste voll zu machen. Wenn wir den Schleifstein, wenn da wirklich ein Schleifstein ist, dann habe ich das wirklich geschafft. Habe ich dann wirklich, können wir im nächsten Stream mal anfangen zu bauen. Juhu!
Hurra. Ja, hier müsst ihr überall Zeug machen. Das ist mein Ziel, was ich heute machen wollte. Am wichtigsten ist der Schleifstein, der Rest, wenn es da. Ja, ich glaube, die Schmiede hatten die und ich weiß, dass ich keine Schmiede leer geräumt habe. Bis dann Trankpult noch gibt's, das ist auch cool. Okay, du fängst oben an, dann fange ich unten an. Ich muss zur Schmiede, das ist das Wichtigste. Ja, ansonsten, wenn es hier wirklich nichts gibt, dann gehen wir halt zum XXL-Dorf nochmal rüber. Weil da sind auf jeden Fall noch zwei Schmieden. Ich hoffe. Also hier ist ein grünes Bett. Und eine Werkbank. Ja,